Wieder eine neue Folge von Erfolg kurz und knackig. Herzlich willkommen für dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es wieder nur um deinen Lebenserfolg. Es geht um Motivation und Inspiration für dich und dass du schneller zu deinen Wünschen und Zielen gelangst. Darum bist du hier und wir wollen auch gleich loslegen. Viele E-Mails, die ich bekomme und auch was ich von meinen Kunden und Klienten höre, ist immer: Mensch, Marcel, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Ideen, aber irgendwie komme ich nicht aus dem Pott, ich komme nicht ins Handeln. Und heute geht es darum, wie du ins Handeln kommst, weil letztendlich führt dich ja nur das Handeln zum Erfolg. Also, ich selbst habe die Erfahrung wirklich ganz, ganz oft gemacht: Ich kann anderen Menschen genau sagen, was sie tun müssen. Ich kann genau sagen, was du tun musst, um von hier, da wo du jetzt stehst, dahin zu kommen, wo du hin willst. Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich kann dir eine genaue Anleitung und Aktionen geben, die zu deinem gewünschten Ergebnis führen. Aber wenn es manchmal darum geht, meine eigenen Ideen schnell umzusetzen, dann ist da auch bei mir ganz viel Überwindung zum Handeln notwendig. Also nicht nur bei dir, bei mir ist das genau das Gleiche. Vielleicht hast du schon mal diese Erfahrung gemacht und wenn ja, gib das mal bitte in die Kommentare ein unter das Video. Wenn andere Menschen eine Idee haben, dann ist es wirklich leicht für uns, die tollsten Ratschläge zu geben. Du könntest dies tun, du könntest jenes tun, du könntest das tun und das solltest du auch noch tun. Und wenn wir selbst eine Idee haben, dann sind wir selbst nicht so leicht zum Handeln zu bringen. Und das belegen auch zahlreiche Studien. Die meisten Ideen, die verlaufen im Sand, weil es keine Aktionen gibt, weil es am Tun hapert. Dies und jenes möchte ich zwar gerne. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte ein eigenes Unternehmen aufbauen. Ich möchte mein Buch schreiben. Ich möchte mich gern gesund ernähren. Ich möchte dies oder jenes in meinem Leben verändern. Aber das tue ich, wenn ich wieder Zeit habe oder ich warte noch, bis sich alles wieder beruhigt hat oder wenn die Kinder erst mal groß sind, dann habe ich Zeit dafür. Aber im Moment habe ich keine Zeit, habe ich keine Energie. Und all das, das wirst du wissen, das sind einfach fadenscheinige Ausreden, die dich vom Handeln abhalten. Und die Frage ist, warum erfinden wir überhaupt solche Ausreden, die uns wiederum abhalten, die eigenen Wünsche und Ziele zu verwirklichen? Bei vielen Menschen, da steht eine unbewusste Angst im Wege und diese unbewusste Angst, die sabotiert das Handeln und als Folge sabotiert die deinen Erfolg. Und die Angst resultiert aus alten Überzeugungen, die lauten zum Beispiel: vielleicht schaffe ich das nicht, das haben auch schon so viele andere versucht, warum sollte ich das gerade schaffen? Oder ich verdiene es nicht, erfolgreich zu sein. Oder was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was sollen die anderen von mir denken? Und bei anderen Menschen, da sabotieren unbewusste Überzeugungen den Erfolg immer wieder zuverlässig. Zum Beispiel den finanziellen Erfolg. Reiche Menschen sind doch alle Betrüger. Reichtum macht auch nicht glücklich. Geld interessiert mich nicht. Oder einen guten Job zu finden ist nicht einfach. Gute Jobs wachsen nicht an Bäumen. Oder mit über 40 finde ich sowieso keinen Job mehr. Ich bin zu dick, weil alle in meiner Familie zu dick sind. Das liegt an den Genen. Und diese unbewussten Ängste und auch unbewusste Überzeugungen, die wirken immer wieder dem entgegen, was du bewusst erreichen, erleben oder besitzen möchtest. Immer. Unbewusste Überzeugungen oder Ängste sind stärker als deine bewussten Wünsche und Ziele. Und deshalb sagt ein Sprichwort auch: Du bekommst nicht das, was du willst, du bekommst immer das, was du bist. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel aus der Zeit, bevor ich damals mein ganzes Vermögen verloren hatte. Also ich hatte etwas ganz Merkwürdiges an mir selbst beobachtet. Kurz zur Erklärung: Anfang 2010 bin ich aus Deutschland ausgewandert. Ich habe vorher in Berlin gelebt und dann bin ich auf die herrliche Sonneninsel Zypern ausgewandert, auf der 320 Tage im Jahr die Sonne scheint und es die wenigste Kriminalität in ganz Europa gibt. Und die Menschen, die allerfreundlichsten Menschen sind, die ich erlebt habe bis jetzt. Zuvor in Deutschland, da hatte ich mehrere Firmen und ich war selbst ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und ich hatte auch immer einen Kreis erfolgreicher Unternehmer, oftmals oder meist Millionäre um mich. Und dann 2010, da habe ich dann meinen Lebensmittelpunkt und auch mein Umfeld gewechselt. Also hier auf Zypern hatte ich in den ersten 4 Jahren wenig Umgang mit erfolgreichen Menschen, fast gar keinen, weil mein Umfeld hatte ja gewechselt und schon nach 2 Jahren mit
da habe ich mich erwischt, wie ich im Supermarkt begonnen habe, auf Sonderangebote zu achten. Und ich habe Preise verglichen und das hat mich vorher überhaupt nicht interessiert. Was ich brauchte, habe ich gekauft. Der Preis hat mich nie interessiert. Und zu dieser Zeit, da hätte ich mich auch gar nicht um Preise kümmern müssen. Ich hatte so viel Geld, das war mehr als genug für 3 Leben. Aber was war passiert? Mein neues Umfeld hatte mich Schritt für Schritt verändert, hat mein Mindset verändert, hat langsam und mir unbewusst in mir verändert, woran ich geglaubt habe. Und das hat sich, mein Mindset hat sich meinem neuen Umfeld angepasst. Das ist ein unbewusster Prozess. Dagegen kann ich gar nichts machen. Ich kann nur dann etwas dagegen tun, wenn ich das bewusst weiß. Aber alles war so angenehm. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also du übernimmst die Ideen und Ansichten von den Menschen, mit denen du am meisten zusammen bist. Denkweisen und sogar Redewendungen. Und so habe ich mich auch selber erwischt. Und jetzt pass auf. Ich habe mich selber erwischt, dass wenn wir Dinge aufgeteilt haben, zum Beispiel etwas zu essen oder Schokolade oder irgendetwas, was mir gut gefallen hat, da habe ich mich erwischt, dass ich mir selbst den größeren Anteil geben wollte. Ich teilte mir selbst mehr Schokolade zu, als ich anderen Menschen zugestand, mit denen ich lebte. Und das habe ich nicht nur bei Schokolade beobachtet. Das ist einfach so gekommen, bis ich mich erwischt habe dabei. Und das passiert dann auch bei anderen alltäglichen Dingen. Und jetzt ist die Frage, warum tut ein Mensch das? Warum habe ich das getan? Sicherlich nicht aus der Überzeugung von Fülle, nein. Aus einer Überzeugung von Mangel, aus der Überzeugung von es ist nicht genug für alle da. Und diese Überzeugung, genau, die steckt dahinter. Und diese Überzeugung, die hält denjenigen, der sie hat, im Mangel fest. Ja, solch eine Überzeugung, die führt langfristig zum Mangel. Deswegen sei wirklich vorsichtig, welche Gedanken du zulässt und was du denkst. Wenn du überzeugt bist, dass nicht genug für dich da ist, dann wird sich diese Überzeugung immer wieder in deinen Lebensumständen bestätigen. Du wirst immer wieder Beweise dafür finden, dass nicht genügend da ist. Und andere Menschen, die denken, es ist genügend da für alle, die werden immer wieder Beweise finden in ihrer Zukunft, in ihrem Leben, dass genügend für alle da sind. Dein unbewusster Verstand, der lässt dich immer passend zu deiner Überzeugung denken und handeln. Und du wunderst dich denn, warum es nicht vorwärts geht in deinem Leben. Ich kann dir sagen, deine unbewussten Überzeugungen, die halten dich zurück. Aber jede neue Idee, jeden Gedanken kannst du dir zu einer Überzeugung machen. Du kannst dir alles so lange einreden, bis es wieder zu einer neuen Überzeugung geworden ist. Du brauchst einen Denkprozess nur immer und immer wieder zu wiederholen. So lange, bis dein unbewusster Verstand dieses Denkmuster als gegeben hingenommen hat. Und von diesem Zeitpunkt an wird diese Denkgewohnheit ein Automatismus in dein Denken, also eine unbewusste Überzeugung. Meist übernimmst du einfach mit der Zeit die Denkmuster der Menschen deines Umfeldes. In deiner Kindheit, da wurdest du geprägt. Du hast also die Denkmuster der Menschen in deiner Kindheit übernommen, die um dich herum waren, der wichtigsten Menschen, Mutter, Vater, Oma, Opa oder andere wichtige Menschen in deinem Leben damals. Diese Überzeugung, die du angenommen hast, die können sich aber im Laufe des Lebens auch verändern, so wie sie sich bei mir verändert haben. Von Überzeugungen der Fülle, als ich damals in Deutschland mit meinen Unternehmerkollegen oder Millionären zusammen war. Und dann hier, wo ich nach Zypern ausgewandert bin und dann auf einmal ganz andere Menschen um mich hatte. Und so kann sich jede Überzeugung langsam fast unbemerkt verändern. Entweder zu deinem Gunsten oder gegen deinen Gunsten. Und wenn du dich mit Gedanken von Weisheit, Wahrheit und Erfolg umgibst, das heißt, wenn du einfach gute Bücher liest, wenn du Kongresse, Seminare besuchst, wenn du dir lehrreiche Videos wie dieses zum Beispiel anschaust oder meinen Podcast anhörst oder andere Podcasts, dann formt das unbewusst dein Mindset. Du umgibst dich dann nicht mit anderen Menschen, aber mit den Gedanken von anderen Menschen. Und das ist das Gleiche. Du umgibst dich dann mit klugen Gedanken von anderen Menschen, die wiederum unbemerkt dein Mindset, deine Überzeugung verändern.
Und dein Mindset ist ja nichts anderes als ein Gedankenkonstrukt über all das, was du über dich selbst denkst. Also über deine Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die du hast, über deine Beschränkungen und Limitierungen und auch das, was du über andere Menschen und über die wunderbare Welt denkst. Die Menschen in deinem Umfeld und das, was du täglich über Fernsehen, Internet, über die ganzen Medien konsumierst, all das formt dein Mindset. Nicht von heute auf morgen, aber langfristig. Wahrscheinlich erkennst du schon, warum die Kontrolle der eigenen Gedanken so sehr wichtig ist. Diejenigen, die es schaffen, trotz inneren Widerstand schnell ins Handeln zu kommen, die führen immer das Feld an. Ich sag's nochmal, diejenigen, die es schaffen, trotz Widerstand, trotz dem Unwillen zu handeln, diejenigen, die es schaffen, trotz Unwillen, trotz Widerstand ins Handeln zu kommen, die beginnen zu tun, zu machen, die führen im Leben immer das Feld an. Die Fähigkeit, schnell ins Handeln zu kommen, Ideen schnell anzupacken und dann beharrlich dran zu bleiben, macht den Unterschied aus zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen. Und ich möchte, dass du zu den erfolgreichen Menschen gehörst. Viele Menschen denken, bevor ich anfange zu handeln, muss ich erst alles lernen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das jahrelang auch gemacht. Ich habe gedacht, erst muss ich perfekt sein, bevor ich mein erstes YouTube-Video machen kann. Ich muss perfekt sein, bevor ich meine Website starte. Ich muss perfekt sein, bevor ich meinen ersten Podcast veröffentliche. Oder mein Glücksprojekt habe ich so lange vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, das muss ich noch lernen, das muss ich noch besser machen. Der größte Blödsinn, dieser Perfektionismus oder zu denken, dass es nicht gut genug ist, das hält dich von Erfolg ab, das hält dich ab zu handeln. Sofort mit den ersten Schritten beginnen und dann im Prozess des Umsetzens lernen, was notwendig ist. Das heißt Learning by Doing, also Lernen beim Tun. Du lernst so um vieles schneller und wenn du zuerst beginnst, ein Ziel in Angriff zu nehmen und dann auf dem Weg zum Ziel lernst, was notwendig wird, dann bist du auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Im Leben werden wir nicht dafür belohnt, für das, was wir wissen. Wir werden immer nur für das belohnt, was wir tun, was wir machen. Und wenn du schnell beginnst zu handeln, bekommst du auch schnell Feedback. Und dann kannst du deinen Weg viel schneller gehen und dann kannst du ihn auch schneller korrigieren. Und manchmal werden auch Hindernisse auf deinen Weg auftauchen. Manchmal wird etwas nicht so laufen, wie du es dir wünschst. Manchmal wirst du einen Misserfolg haben und oftmals hast du auch Probleme zu lösen. Aber all das gehört zum Prozess des Erfolges mit dazu. Erfolgreiche Menschen wissen das und machen keine große Sache daraus. Die machen keine große Sache aus Fehler und Misserfolgen, weil sie wissen, Fehler und Misserfolge gehören zum Erfolg dazu. Sie stehen wieder auf, klopfen sich den Sand von den Sachen und korrigieren ihren Weg, verändern die Route immer mit dem Blick nach vorn auf das Ziel, auf die Vision. Wissen ist Macht. Wissen ist wirklich sehr, sehr wichtig, aber nur dann, wenn du dieses Wissen auch anwendest. Wenn du tust, was du weißt. Theoretisches Wissen ohne praktischen Bezug ist wertlos. Es gibt so viele belesene, scheinbar intelligente Menschen, die so viel wissen. Noch ein Buch, noch ein Seminar, noch einen Kurs. Aber ohne dieses wertvolle Wissen in die Praxis des alltäglichen Lebens zu integrieren, dann ist Wissen wertlos. Etwas zu wissen hilft dir doch erst dann weiter, wenn du es auch tust. Also, Wissen allein ist nichts wert. Erst das Anwenden, erst das Tun entfaltet den Wert des Wissens. Immer wieder höre ich es auf Seminaren. Das weiß ich schon alles, das kenne ich alles schon, habe ich alles schon gehört. Oder in den Kommentaren auf YouTube zum Beispiel. So viele Schlaue, das kenne ich schon, Menschen. Ich weiß schon alles, habe ich schon da gelesen, habe ich schon da gehört. Es ist ganz egal, was du alles schon kannst, was du irgendwo gehört hast oder gelesen oder gesehen hast. Es hat keinen Wert für dich, es ist egal. Die Frage ist, tust du es schon, wendest du all das schon in dein Leben an? Und wenn du das nicht anwendest, dann musst du dir das so lange anhören, bis du endlich aus dem Knick kommst, bis du endlich Initiative ergreifst und es tust, weil erst dann wird's wertvoll für dich. Für die scheinbar schlauen Theoretiker ist so lange Wiederholung notwendig, bis sie endlich tun. Und diese unintelligente Denkweise, kenne ich schon, habe ich schon gehört, weiß ich schon alles, die hält vom Handeln ab, die hält vom Tun ab. Weiß ich schon, kenne ich schon, hält dich zurück. Diese Art zu denken, die stempelt,
oftmals wertvolle Informationen ab, die dir helfen könnte. Die stempelst ab als schon bekannt, also als uninteressant. Und das verhindert, dass diese Information wirklich Nutzen für dich bringt. Wir werden nicht dafür belohnt, was wir wissen. Wir werden immer nur dafür belohnt, was wir tun. Nochmal. Der Grund, warum Menschen ihre Ziele nicht anpacken, der Grund, warum ein Mensch nicht ins Handeln kommt, ist, Menschen haben zum Ersten keine genaue Vorstellung davon, was sie wollen. Ich habe es dir schon etliche Male gesagt. Und wenn sie nicht wissen, was sie wollen, dann haben sie auch keinen klaren Grund, warum sie es tun sollen. Die schlechtesten Voraussetzungen, um irgendwas im Leben zu erreichen. Das Ziel klar zu kennen, also das perfekte Bild vom Endresultat bereits im Kopf zu haben, ist so, so wichtig. Es ist ein Muss, ganz einfach. Und wenn du noch nicht den Weg zum Ziel kennst, ist es völlig okay. Du kannst ja am Beginn noch nicht den Weg genau kennen, der zum Ziel führt, weil du musst erstmal in den Prozess reingehen. Du musst erstmal den Prozess beginnen. Du musst ins Handeln kommen. Und dann zeigt sich der nächste Schritt und wieder der nächste Schritt. Dann offenbart sich der Prozess. Nehmen wir mal an, dein Endziel ist finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Freiheit. Das Ergebnis ist, ich bin finanziell frei, ich verdiene jeden Monat die Summe X. Stell dir mal vor, du hast dieses Ziel erreicht und frag dich einfach, welche Schritte waren notwendig, um zu dieser finanziellen Freiheit zu gelangen. Dann wirst du auf die Idee kommen, zum Beispiel ein stetiges Einkommen zu schaffen. Dann fragst du dich weiter, wie habe ich das geschafft? Ich verkaufe ein Produkt oder eine Dienstleistung, entweder in einem Geschäft oder übers Internet. Was war dazu notwendig? Und so bewegst du dich gedanklich von deinem Endziel, von deiner Vision, die du schon gedanklich erreicht hast, zurück zu den einzelnen Schritten, die notwendig waren, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist so, so wichtig, diese Vorgehensweise. Und die führt dich wirklich relativ einfach zu den Schritten, die du unternehmen musst, um dein Ziel zu erreichen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zu deinem Warum. Wenn dein Endziel finanzielle Freiheit ist, dann ist die Frage, warum möchtest du finanzielle Freiheit? Warum möchtest du finanzielle Freiheit erreichen? Dann würde dir die Antwort einfallen, weil ich Geld haben will und weil ich mir ein tolles Auto kaufen will. Aber das wäre ein schwaches Warum, ein ganz, ganz schwaches Warum. Oder weil ich meiner Familie dies oder jenes bieten will, weil ich meinem Kind diese tolle Privatschule bieten möchte oder die Ausbildung bezahlen kann oder das Studium bezahlen kann. Weil ich mit meiner Idee anderen Menschen helfen und unterstützen kann. Und das alles sind kraftvolle Warums. Und diese kraftvollen Warums, die erzeugen inneren Antrieb. Und deinen inneren Antrieb, also ein inneres Feuer, das in dir brennt, brauchst du einfach. Und zwar, um Sorgen und Zweifel zu überwinden. Und trotz Zweifel, trotz Ängstlichkeit, trotz Selbstzweifel ins Handeln zu kommen. Erfolgreiche Menschen beginnen immer mit dem Handeln ganz schnell, obwohl sie den Weg zum Ziel noch nicht genau kennen. Obwohl sie auch Zweifel und Ängste haben. Jeder Mensch hat Zweifel und Ängste. Nicht nur du, jeder Mensch, egal wie erfolgreich sie sind. Aber erfolgreiche Menschen, die beginnen einfach, weil sie wissen, das Tun, das Machen, die einzigste Möglichkeit ist, eine Idee, also ein Wunsch aus der Realität der Gedanken in die Realität sichtbarer Materie zu bringen. Und du bekommst heute wieder eine Hausaufgabe, Stammzuschauer. Die kennen meine Lieblingsaufgabe schon. Suche dir jetzt das allerwichtigste Ziel raus. Das Ziel, das den größten positiven Einfluss in dein Leben hat. Und tue jeden Tag 3 wichtige Schritte, die dich in Richtung deines Ziels führen. Nochmal 3 wichtige Schritte, 3 kleine oder große Schritte jeden Tag, die dich zu deinem wichtigsten Ziel führen oder die dich deinem wichtigsten Ziel näher bringen. Und dann nach 2 Monaten, dann erhöhst du auf 5 Schritte jeden Tag 5 kleine oder große Aktionen, die dich deinem Ziel näher bringen. Jedes Ziel, jeder Wunsch, alles, was zuerst groß oder auch unerreichbar erscheint oder weit in der Ferne liegt, ist immer eine Serie von kleinen Dingen, von vielen, vielen kleinen Schritten, von vielen, vielen Aktionen, die recht einfach sind. Egal wie groß oder klein oder herausfordernd dein Ziel ist, beginne jetzt mit dem ersten Schritt und erledige dann jeden Tag 3 kleine oder große Schritte, die dich in Richtung deines Erfolges führen. Bleib immer am Ball und beginne immer das zu tun, was dich deinen Zielen näher bringt. Immer, jeden Tag, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Nur die, die aktiv handeln, die werden vom Leben belohnt. In diesem Sinne, alles Gute, tschüss, herzliche Grüße von der wunderschönen Sonneninsel Zypern, Marcel Megahari. Und noch eine Sache zum Schluss. Gerade bin ich dabei, eine Testgruppe zusammenzustellen. Wir sind dabei, 30 Menschen auszuwählen und diese 30 Menschen führe ich persönlich in den nächsten 300 Tagen zu einem passiven Einkommen von 3.000 Euro. 3.000 Euro Einkommen. Warum tue ich das? Weil ich der Menschheit beweisen möchte, mit ganz normalen Personen wie dich und mich, dass es ohne weiteres möglich ist, sich ein perfektes Einkommen zu schaffen. Ein Einkommen, das dich Möglichkeiten ergreifen lässt, das dich glücklich leben lässt, das dich nicht im Strudel oder im Hamsterrad eines stressigen Lebens festhält. Also wenn du mit dabei sein willst bei diesen 30 Leuten, ich verrate dir doch nicht, worum es geht. Wenn du ein passives Einkommen innerhalb von weniger als 300 Tagen generieren willst, dann musst du bereit sein, alles zu tun. Und zwar alles zu tun, was ich dir empfehle und was dir mein Team empfiehlt, weil es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dich zu Erfolg führen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die musst du einfach anwenden. Und ich coache ein ganzes Jahr lang eine Gruppe von 30 Menschen. Ich treibe diese 30 Menschen zum Erfolg. Und ich kann dir sagen, wenn du ein einfaches Leben haben willst, wenn du denkst, das alles ist einfach, dann melde dich bitte nicht, weil es wird nicht immer einfach. Ich werde dich triezen, oftmals über deinen Schatten zu springen. Ich werde dich fast zwingen, Dinge zu tun, die du bis jetzt noch nicht getan hast. Ich werde dich zwingen, dich zu entwickeln. Ich werde dich zwingen, deine Komfortzone zu verlassen. Das wird das Jahr in deinem Leben der größten persönlichen Entwicklung, der größten Veränderung. Aber am Ende, wenn du all das durchgezogen hast, was ich dir rate, dann macht's einfach Spaß. Dann bist du finanziell unabhängig. Dann hast du es geschafft. Und von dem Punkt kannst du dann weitermachen und dein Gehalt im nächsten Jahr wieder verdoppeln und verdreifachen. Und das ist möglich. So viel sage ich dir schon. Also ich möchte mit meinem Team, mit meinem 30-köpfigen Team, so viele Menschen als möglich zu überzeugen, dass es ohne weiteres möglich ist, sich mit einfachen Produkten, mit allen einfachen Produkten, die anderen Menschen Nutzen geben, einen Verdienst zu schaffen, der 3.000 Euro übersteigt. Also wenn du mitmachen willst, freue ich mich, aber nur dann, wenn du ein positiver, optimistischer Mensch bist, wenn du bereit bist, deine Erfolge mit anderen Menschen zu teilen und wenn du bereit bist, anderen Menschen in unserer Gruppe zu helfen, weil unsere Gruppe, die beginnt mit 30 Menschen und dann wird die ganz schnell wachsen und in unserer Gruppe hilft sich jeder gegenseitig und wenn du nicht anderen Menschen gern hilfst, dann melde dich auch nicht, dann macht das keinen Sinn. Und für die erste Testphase möchte ich vorwiegend die Damen ansprechen, also alle Damen, die sich verändern wollen. Auch die Damen, die schon sehr erfolgreich sind, aber einem stressigen Job entkommen möchten. Dann melde dich bei uns, schick mir eine E-Mail, überwinde dich und schick mir eine E-Mail. Diese eine E-Mail, die könnte dein Leben verändern. Und zum Schluss losen wir aus unter den ganzen Bewerbern, wer im ersten Schritt teilnimmt und auch die anderen können in der nächsten Testgruppe teilnehmen. Also, schick mir eine E-Mail, warum möchtest du an unserer Testgruppe teilnehmen? Warum möchtest du dir ein neues Leben erschaffen? Warum möchtest du dir ein passives Einkommen innerhalb von weniger als einem Jahr erschaffen und finanziell unabhängig werden? Schreib mir eine E-Mail und ich sag's dir nochmal. Ich hab's ja gesehen, ich habe eine E-Mail schon rausgeschickt und ich habe gesehen, wie viele Menschen sich meine Website angeschaut haben und nur 10% all dieser Menschen haben mir eine E-Mail geschickt. So wenig Menschen, die beginnen, die Menschen verschenken Chancen, weil sie einfach zu bequem sind. Das ist unglaublich. Wenn ich solch eine Chance gehabt hätte in meinem Leben, wenn jemand zu mir gesagt hat, Marcel, komm her, als ich noch nichts hatte, Marcel, komm her, ich zeige dir, wie du 3.000 Euro passives Einkommen machst. Nicht mit dem Internet, natürlich, wir nutzen auch das Internet dazu, aber du musst kein Internetmarketer sein. Alles, was zum Internet nötig ist, das regle ich und mein Team für dich. Das machen wir alles.
Du musst nur ein Mensch sein, der offen auf andere Menschen zugehen kann und der einfach freundlich und hilfsbereit ist. Mehr nicht. Und du musst wohlwollend sein, wohlwollend und optimistisch. Also nutze die Chance, solch eine Chance. Die kommt wahrscheinlich nicht nochmal in dein Leben. Ich freue mich, wenn ich von dir eine E-Mail bekomme, wenn du vielleicht teilnimmst an unserer 30-köpfigen Testgruppe und für ein Jahr dich von mir zu Erfolg pushen lässt. Also alles Gute von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Später mehr Informationen. Tschüss, Marcel Megari.